So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask. Wir sind noch dabei, durch den Tempel hier zu irren. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo es weitergeht. Was doch schon irgendwie ärgerlich ist. Also, ja, man sieht die ganze Zeit, wenn man den Tempel umdreht, dann sind hier noch Schalter und dies und das. Aber so richtig viel bringt mir das auch nichts, wenn ich sage, theoretisch könnte ich, wenn nicht. Wenn ich könnte. Ah, hier ist noch eine Tür. Gut, dass wir noch einen Schlüssel haben. In die andere Richtung wäre es ja wieder, ne? Rückwärtsgang. Oh, wie schön. Eindeutig ein Raum für unseren Goronen. Weil Goronen können so dicke Steinplatten durch die Gegend schießen. Dann machen wir das doch. Ja. Da ist das Licht wieder. So, da war das jetzt. Ich weiß, was hier los war. Falsch. Es gab eine richtige und 5 falsche Sonnen, glaube ich. Oder 2 richtige und 4 falsche. Eine Fee, Nummer 3. Von 15 nehme ich an. Hätten sie auch ruhig mal ein paar Gegner bereitlegen können. Also sowas Kräftigeres, ne? Nicht hier so, oh lololol, ich sterbe, wenn ich angeleuchtet werde. Das ist jetzt ein bisschen fummeln. So. Das war knapp. Ich hoffe, ich kann noch wegrollen. Jupp, kann ich noch. Was war das denn? Verarschen war das. Wir stellen einen Selbstmörder genau vor eine Vollheal-Fee. Sehr gut. Ich lade noch auf, bis er da ist. War nicht ganz lang genug. Beziehungsweise nicht schnell genug hingesetzt.
Auch diese Spiegel haben ja eine Maximalgrenze von dem, was sie aufnehmen können, soweit ich weiß. Das wäre der erste immer noch im Glühen. Ja, draufschlagen macht ja noch einen Spaß mit denen. Das ist ein Nairon. Komm ihm nicht zu nahe. Schnüffel, schnüffel, es riecht nach Schießpulver. Weniger dramatisch gerade. Oh, oh, das kommt gut. Das kommt jetzt gut. Endlich sind wir bei den Dekoblumen angekommen. Das, worauf wir alle gewartet haben. Vollgas! Nummer 5 von 15. Hoffe ich mal. Gucken wir nach. 15. Ich habe unten einen Goronstampfer gesehen. Jo. Einige betreiben das auch. Wo ist der Schalter? Achso, da muss ich schneller sein. Wenn es nur Timing ist. Und damit die unten bleibt, knallen wir da die Goron-Statue drauf. So, super. Dann hau dir mal die Dekoschale ins Gesicht, ohne. Und wir dürften jetzt genug Gelegenheit gehabt haben, uns die verschiedenen Flugplattformen anzusehen. Nein, was tust du? Wir müssen doch nur einmal komplett im Kreis fliegen. Ja, ist ganz, ganz gut, dann spare ich mir das Hochlaufen nochmal. Sehr timing-intensiver Teil hier.
der Ratte wohl aufgefallen ist, dass ich noch gar kein Problem damit hatte, dass sie da rumeiert. Mir ist jetzt immer fast abgestürzt, weil der Weg zu weit war. Dass die Ratte da rumrennt, ist mir völlig lalle. So. Was gibt's jetzt hier? Umsonst? Das ist Garo-Meister. Er ist viel stärker als ein gewöhnlicher Garo. Weiche ihm rechtzeitig aus. Okay, ich versuch's. Trollolol. Nehmen den langsamsten Zustand, den wir haben, den Goronen. Und machen den absoluten Geschwindigkeitsgegner fertig. Irgendwie war das vom Entwickler anders gedacht. Wie konntest du nur siegen? Du warst mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor blablabla. Berührt das heilige goldene Licht das blutbefleckte rote Emblem vor dem Eingang des Tempels, so tritt eine neue Ordnung in Kraft und die Erde wird wird im Himmel geboren, der Mond hingegen auf der Erde. Vergiss niemals diese Worte, denn nun gehe ich still und ungesehen. Ja, dies ist das Gesetz der Garo. Da haben wir den genau an der richtigen Stelle besiegt. Muss man ja mal sagen. Hey, wir haben einen Geschicklichkeitsgegner mit einem Tank besiegt. Du hast den Lichtpfeil erhalten. Platziere ihn auf deinem... auf C, um deine Pfeile mit Licht der Gerechtigkeit zu tauchen. Ja. Nein, das wollte ich nicht. Was sagt Tyrant? Ein Hip-Loop wäre seine Attacken mit dem Schild, aber vielleicht solltest du vorher etwas gegen seine Maske unternehmen. Ja, wir haben ja durch das Rumspielen mit dem Guru-Meister oder Gebu, was auch immer Meister, ein paar HP verloren.
Ach, nö. Können wir ja eh gerade nichts gegen tun. Wir sind ja runtergesprungen. Ach komm, wir haben eh nichts anderes für die Flaschen. Meins. Also da an der Seite gibt es wirklich nichts außer Rubin. Naja, die müssen wir uns ja jetzt nicht unbedingt noch zusätzlich holen. Oh, hier sind wir. Das wird sicher interessant. Ein Augeron. Na los, ich weiß, das Ding macht Schaden bei dir. Aber du bei mir auch nicht. Und kein nennenswerter Schaden gegen gar keinen Schaden ist... Tja, irgendwann gewinne ich. Irgendwann gewinne ich. Na. Verehrte Fee 7. Das heißt, wenn wir durchschnittlich auf beiden Seiten gleich viel haben, muss eine 8 haben und wir sind glücklich. Das wäre jetzt aber auch noch eine Aktion, die ich mir einen notfalls zweiten Durchlauf dieses Tempels machen lasse. Okay, aber die Fliege nervt. Es ist letzter Tag, 9 Uhr. Wir waren, glaube ich, am Anfang des Tempels mit um 8. Was? Ja gut, der hat damit eigentlich wenig zu tun. Sagen wir mal, zur nächsten Folge bereite ich das hier schon mal vor. Damit ist die Vorbereitung abgeschlossen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!